wir uns nicht dahin teleportieren? Wegpunkt gesperrt. Oh, deswegen. Okay. Okay, wir müssen ja noch die Wegpunkte finden. Ach so, okay, wenn da so ein Licht dran ist, dann können wir uns dahin teleportieren. Alles klar. Hm. Hier in dem, bei der Weltkarte, wenn da so, so blaue Lichter, also Sterne sind in der Mitte. Ja, da haben wir dann Weltpunkt freigeschaltet. Okay. So, dann müssen wir halt noch dahin laufen. Ne? Kein Problem. Aber irgendwas ist auch hier in der Nähe. Na gut, dann mal los. Ich habe mal bei uns jetzt hier die Lebensbalken hier angestellt. Ach, da. Und die Namen, damit wir uns immer sehen. Also damit ich jedenfalls immer alles sehe. Von unseren Dienern habe ich jetzt auch alles eingestellt. Okay, kann ich mal da durch? Danke. Von den Gegnern habe ich die Lebensbalken eingestellt bei Option. Weil konntest du vorher die Lebensbalken der Gegner nicht sehen? Nee. Okay. Ich glaube nicht. Bei mir stand da immer eine Prozentzahl, wie viel Lebensenergie die haben. Also ja, da ganz oben ist immer so ein Ding, aber so also jetzt okay. Ja, wenn die da rumlaufen, weiß nicht. Ich mach nochmal aus, gucken wir mal. Über Dienern, über Feinden. Okay, keine Ahnung. So, ich muss jetzt mal wieder alles hier beschwören. Ihn, ja. Hast du das denn gemacht unter Einstellungen, oder? Ja, bei Einstellungen, dann Gameplay. So, warte mal, Einstellungen, soziales Gameplay. Okay, irgendwie ist mein Spielleisten über Feinde anzeigen, über Spiele anzeigen. Ja, okay, dann machen wir das auch mal. Also ich die AP von meinen ganzen Sachen. So, jetzt haben wir den Wegpunkt. Boah. Was ist das hier? Was bist du? Was ist das? Hä? Ich bin sofort da, Daniel. So. Ich mein ganzer Bildschirm gefüllt mit Lebensbalken. Hier ist irgendwie was Komisches. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aber hart irgendwie so nach, weil nicht neben Zeugs aus. Irgendwie so was. Na gut, möglich, ne? Informationen. Erhöhter Erfahrungsgewinn, erhöhte Gegenstandsseltenheit. Okay. Hier hin, Stufe 58, was? Ja, dann gib uns das doch nicht. Fall der Verstoßenen, ich sehe schon, westlich und gesperrt. Das ist Stufe 58, also da können wir nicht hin. Ja. So, hier kommen wir auch nicht hin. Starten, da steht starten. Ja, aber Stufe 58 stand da unten. Ja, aber das Spiel ist voll pussy. Ich mache nur Spaß, dass da nicht hingehen. So, hier können wir irgendwo nicht hin. Die Brücken sind alle nicht ganz. Mhm. Oder sind das, oder ist das hier mit diesem Quest hier verbunden, was wir ja machen müssen? Ich hoffe nicht. Okay, was das Symbol der Hoffnung sucht den Schatz, das betrifft die Untergrund der von Mör, hilft den Einwohnern von Blö. Die müssen irgendwie in einer anderen Reihenfolge sein. Hier steht betrifft die Untergrundstadt von Wellem. Da unten steht, hilft den Einwohnern von Wellem. Also müsste man den Typen da. Alles klar. Das müssen wir erst in neben Hauptquest machen oder was? Weil nicht, meiner Logik nach müsste man erstmal die Untergrundstadt von Wellem betreten, damit man den Einwohnern von Wellem behelfen kann. Also. Okay, wie kommen wir denn da hin? Das ist eine gute Frage. Wo sind wir überhaupt die Karte? Wo ist es dann? Da müssen wir wieder zurück. Das wollte ich nicht. Da, Hafen von Wellem. Ja, das ist unten rechts gewesen. Das wollte ich auch nicht. Ja. Okay, wir müssen nochmal zurück. Und dann müssen wir nach unten rechts. Hast du noch deinen Standard angefangen, bis? Ja, also ich habe den hier. Das ist mein Standard. Ja, ich weiß. Ich habe nur so einen ganz normalen Standardangriff, aber warum soll ich den nehmen, wenn ich so einen Blitzangriff habe, ne? Der auch nichts kostet oder irgendwie so. Ja, das stimmt. So. Jetzt müssen wir. Aber welcher Ausgang ist das jetzt hier, ne? Ja, das ist die gute Frage. So, rechts sind wir gerade gegangen. Karte, so. Die Karte hilft mir gerade gar nicht. Hervorragend. Ja, das ist es, ne? Ende der Zeit.
Und wir müssen. Warum ist das hier? Schrift des Orakels, Symbol, das Symbol der Öffnung. Sind wir gerade in einer anderen Zeitepoche? Kann man deswegen nicht. Nee, alles ist hier. Symbol der Hoffnung. Ah, ich wollte keinen Trank nehmen. Ja, ich bin ja gerade noch ein bisschen mit der Steuerung nicht mehr drin. Ey, also mal gucken, wo wir erstmal gerne mal wissen, wo ich hin mal müssen. Ist man der Baum und mal ist man der Hund, alles klar. Ja, das stand im Chat. So, hier muss man als letztes hin, ne? Hier ganz oben. Können wir hier hin? Das ist wohl der. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das ist jetzt gerade hier ein bisschen verwirrend. Ja, wir müssen in einen anderen Zeitalter irgendwie hingehen. Ja, ich glaube, ich sehe auch gerade hier. Monolith Fall, der da sind die meisten Sachen sind im Zeitalter des Ruins. Ah. Ja, okay. Ich hab mich jetzt zu den anderen. So, ich habe mich im Zeitalter. Ich bin jetzt auch im Kultistenlager, nur im Zeitalter des Ruins. Deswegen. Der Hafen, der war schon kaputt, deswegen konnten wir nicht. So, und jetzt gibt es hier einen Ausgang, der nach unten geht, ne? Oder? Ja. Ich glaube schon. Impossible. Impossible. Na gut. Nicht gewusst, dass es hier auch um Zeitreisen geht, irgendwie. Ich hatte in so anderen Welten oder irgendwie so als hier wegen den ganzen Portalen, aber nicht irgendwie Zeitreisen. Ja, man kann nie wissen, wo man irgendwo endet. In welche Epoche man landet. Ja. Wo ist mein Freund mit seinem Kopf? Ich bin so allein. So, mein Gott. Sind ja viele Lebensbalken. Kann ich nur bestätigen. So, wow. Mein Gegner, Mann. Okay, Stufe 21. Korrekt. Ja, ich war auch kurz davor. heilen, wir machen mal das hier. Nur wenn ich jetzt weiß, ich weiß nicht, jemand hat bei dir. Ja, ja, ich muss eins drücken bei mir. Aber du heilst dich auch von allein oder nicht? Oder nicht? Mal gucken, was ich hier jetzt habe. Ich habe den Sprung. So, ich frage mich nur, ob sich das lohnt, hier den Standardangriff zu spezialisieren. Kann man das überhaupt? Ne, gute Frage, ich glaube nicht, ne? Nicht. Das hat der. Ja, wir haben ja herausgefunden, das Spiel wird anscheinend nicht mehr so viel schwieriger in der Story, ne? Also. Ja, so gesagt, ja. Ich bin zwar einmal gestorben, aber. Du warst nicht vorbereitet dann. Ja, genau das ist es. Ja, was habe ich gerade neu gelernt? Ah. Oh nein, ihr blöden Viecher. Warte doch mal. Das ist ja mein Raptor, der muss ja essen, um stärker zu werden. So, ich mache mal unser LP über Dina weg. Aber dafür, wenn ich die LP-Leistung von unseren Dienern anmache, dann sind ja zu viele. Sind einfach zu viele. Wenn der Schaden nicht vergleichen, so, ne? Ja. Material übertragen, genau. So, wie ist alles schon stark genug, ey. So, was machen wir hier? Tiermeister. Ich dachte erst, da stand Tiermeister gequält. Oh, hab ich jetzt wieder aus den Augen verloren? Ne, da bist du ja. Ich bin einfach nur nach rechts gegangen, ein bisschen. Ja, ich war nur im Menü. So wie immer. Oh, das.
Ja, ich treffe euch da oben. Jetzt komme ich da hoch. Also, das ist irgendwie aus dem Wert irgendwie höher hier. Das ist einfach nur so ein Steg, wo man laufen kann. Was ist das? Okay, ich glaube, das Spiel ist bei mir ein bisschen geglitscht. Siehst du da so auf der Karte, siehst du da unten rechts so ein Symbol? Ja, sehe ich auch. Das ist irgendwie so ein weißes Viereck. Ja, bei mir. Ich glaube, das soll so nicht sein. Das ist auch hier, wenn die Karte öffnet, hier Zoom, Navigieren, Schnellreisen. Ja, Daniel, das war Großes. Oh. Das ist tot. Oh, ich habe was Gutes fallen gelassen, das leuchtet. Ja, bei mir nicht. So, okay, jetzt hat sich das einen gelben Strahl in den Himmel schicken, also. Im Schatz, verborgen unter Seite, die wohl zum Schutze verzaubert wurde, findest du eine Kugel, der Form aus makellosem Kristall. Ich bin da gerade geformt. Geformt. Der Kugel ganz spielen. Ich habe das Symbol der Hoffnung an mich genommen. Ausgezeichnet. So, so wäre für dich. Da, Monolith, Fall der Verstoßenen. Das ist das Zeug, was so schwer sein soll, angeblich. Das sind diese Albtraum-Dungeons von diesem Spiel, nehme ich an. Die sollen angeblich schwierig sein. Ich werde jetzt hier nicht versuchen, mir den Mund hier voll zu nehmen und sagen. Ich schaffe das schon, ey. Wer weiß, wie gut unsere Builds sind, ne? Ja. Wie weit wir damit kommen. Ausrüstungsweise ist dann noch ziemlich beschissen bei mir. Also ich weiß noch nicht, was irgendwie gut ist oder so, ganz ehrlich. Das war jetzt immer das Problem, wenn man zu viel Auswahl hat, dann weiß ich nicht. Ich habe immer Schwierigkeiten, mich dann zu entscheiden. Zu viel Raum für Fehler. Ja, das auch. Das hast du letztens gesagt, ne? Oh. Ja, das habe ich gesagt. Oh, das hat mir sogar eine Menge Schaden gemacht, ne? Interessant. Ich muss mir gar nichts mehr machen. Oh, stimmt. Aber okay. Finden wir hier die ultimative Waffe. Genau. Ich gehe schon mal zurück zu dem Ding. Ich komm. Dann müssen wir nach oben. Wir haben schon im letzten Part erfahren, dass der hier Zack heißt, ne? Ja. Ja, weil ich gewundert, dass irgendwie, okay, die sagen ja einfach, wie der heißt. Ja, die haben uns schon, als er dann erstmal den Zeug haben, da hat die Mutter da von Tifa, von Ariel kam, hat sie gefragt, bist du Zack? Und der hat gesagt, ja, bin ich. Also würde ich mal sagen, das ist Zack. Ja. Dass ich mich im letzten Part gewundert hast, ey, okay, die sagen uns schon hier, wer das ist. Die haben uns schon vorher gesagt, wer das ist. Also jedenfalls den Namen von dem. Ja, jetzt. So, wer ist so im Sinne von, was es mit ihm auf sich hat, so. Das sagen die uns ja noch nicht, ey. Das ist noch nicht so erwähnt worden. So. Mich stört nur immer, dass immer in die Untertitel schon die Namen stehen. Deswegen habe ich halt immer abgestellt. Ja. Er ist nicht Zack, er ist der Klaus. Impossible. Ja, da gleich Schwert wie er, ja. So. Wo ist das Ding? Hier ist irgendwie noch was. So, Uranum. Ne, das ist ein Spieler. Was? Hier, ja. Impossible. Nein, nicht. Nach welchen Relikten suche ich? Okay, ich anscheinend. Ich Imperium, alles klar. Farewell. Okay, haben wir schon angenommen, anscheinend. Ja, irgendwie schon. Das leuchtet auch ganz schön, wenn wir das von dem.
kann es zumindest versuchen. Go on. Okay, mit dem haben wir auch schon geredet. Go on. Mach ja, weiter. Die Leute regen sich auf wegen dem hier Star Wars der neue Star Wars Spieler, da kommt ihr. Ah, worüber? Über welche der 10 Millionen Sachen regen die sich auf? typisch, erstmal sagen die, weil ja, die Hauptcharakter ist eine Frau, die ist irgendwie hässlich, finden die Leute. Aber das ist nicht das Hauptproblem, das andere ist, die versucht also wieder... Also eine Ironie, Final Fantasy regen sich auf, da tiefer zu heiß ist. Ja, die sieht ein bisschen mannhaft aus, die Frau in dem Spiel. Aber das ist nicht das größte Problem. Ubisoft versucht wieder den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wieso? Da gibt es wieder eine Gold-Edition in der Spiel und eine ultimative Edition. Und die sind sehr teuer. Okay, da ist das natürlich der Punkt, du musst dir das nicht holen. Nur bei der Gold-Edition, irgendwas mit 100 Euro kostet das. Da sind dann noch DLC-Missionen dabei. Wenn das Spiel direkt rauskommt, kannst du die dann sofort spielen. Das fühlt sich dann für die Leute an, dass du dir mehr ausgeben muss, damit du das volle Spiel sofort haben kannst. Wenn du cool. Die Standard-Editionen spielst, holst, kannst du die Mission nicht spielen. Das ist doch jedes Spiel heutzutage. Ja, das ist auch, aber Ubisoft ist da besonders schön bei meisten. Ich weiß, was das Ubisoft für ein, was die für einen Ruf haben. Ich weiß das schon. Ich sag nur, so viel schlimmer wie der Rest der Welt klingt das jetzt auch nicht. So, ich komme wieder ein paar Sachen leveln. Ja, ich gehe. So, mache ich meine Wölfe cool oder elektrisch? Ich mache die also kalt oder Kälteschaden oder elektrisch. Ne? Ja. Ich würde ja, weiß ich nicht, nach Elektroschaden gehen. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann auch gar nicht. Ich muss erstmal das hier. Boah. So, mein Raptor, was wollte ich mit dem noch machen? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich mit dem mache. Ja, ich habe das wieder resettet. Ich muss ihn ja wieder hochleveln. So, jetzt kann er wieder fressen und stärker werden. Ah, ein Relikt. Wo bist denn du? Ah, bin ich wieder weitergegangen? Also ich komme zurück, Wo bist du denn auf der Karte? Ich bin ein bisschen weitergegangen. Geht weg, ich will zurück. Ja, wo ist weiter? Geh einfach wieder zurück. Ja, wo ist denn zurück? Wohin bist du denn gegangen? Oben, rechts, unten? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin einfach irgendwo lang gegangen. Ich gehe wieder zurück. Ich teleportiere mich einfach wieder zu dir. Ja, sag doch, du bist da oben gegangen, ey. Ja. Ich wollte doch nur wissen, in welche Richtung du gegangen bist, ey. Ah. Da. Ich habe nur ein paar Gegner gekillt. Ich habe hier nichts irgendwie was Gutes gefunden. Hier ist ein Heiltrank. Wieso habe ich immer... Wieso fehlt mir immer ein HP? Vielleicht, ich weiß nicht, ist das irgendeine Fähigkeit oder eine passive Ausrüstung oder was weiß ich. Ja, ich habe mich gerade geheilt, aber mir fehlt immer ein HP. Ja, vielleicht ist das von dem Skill oder so, dass du immer ein HP, weil ich nicht zu wenig hast oder so. Was ist das denn für ein beschissener Skill? Ein Skillpunkt, um deine Speaker zu füttern. Was weiß ich da nicht, genau, deine Skills nicht. Oh, Sturmbohr. Oh. Ah. Doof. Ich kann nicht mal dazu lesen, was unter dem drunter stand. Wir kommen jetzt schon mehr Gegner. Ja. Also kleine. Ich krieg ja die ganze Zeit goldene Sachen dabei, ne? Aber. Ja, ich auch. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch keine Zeit, die auszurüsten. Nee. Oh mein Gott. Oh, goldene Resonanz. Was ist das? Das war was Oranges.
schummeln. Ich glaube, hat deine Krähe gerade mit Blitzen geschossen? Ja, ja. Also so ein Fernkampf. Ich habe irgendwas Oranges bekommen. Wo war das? Ich weiß gar nicht, was das war. Level Stufe 22, okay. Ja, ich auch. Boom. So, oh, jetzt kann ich hier schon was. Du bist auf einen einzigen Begleiter beschränkt. Warum sollte ich das jemals machen? Hinterhalt, alle 5 Sekunden folgt ein nächster Nachkommen, erhöhten Schaden bewerten. Das Nachkommen. Ja, was soll ich hier nehmen? Vor einem bestimmten Zeitraum, wenn du von einem Nahkampf getroffen bist, dieser Buff. Danke. Das sind alles nicht so gute Fähigkeiten hier, finde ich. Ich weiß, was du meinst. Ich tue jetzt hier meinen Baum hier von dem Bestienmeister hier, tue ich hier hochleveln. Mhm. Oder die hinteren sind schon besser, glaube ich. Oder irgendwann kriege ich dann einen Begleiter mehr, aber so der Weg dahin ist irgendwie voll lahm. Noch gar nicht weit. Lange. Ich bin auch gerade hier am Gucken. Hm. 35 und 50. Was ist das hier? Ach, da kann man schon sehen, was die für Dinger bekommen, ja. Skorpion und Säbelzahntiger kriege ich noch freigeschaltet. Gucken, wie mein Zoo am Ende aussehen wird. Da bin ich mal alle gespannt. Die Krähen, die bleiben auf jeden Fall. Die Krähen finde ich gut. Hier so einen coolen Angriff. Die habe ich schon voll hochgelevelt. Hier, dash. Ja, cool. Am Ende haben wir. Ich hab so einen Feuerangriff. Das ist nur nicht so spektakulär, das sieht man kaum. Dash. Der Angriff war jetzt voll klein, aber ich habe den voll hochgelevelt, jetzt ist er voll groß. Ja. So. Ja, schnell Reisepunkt. There's nothing. Also bei dir regeneriert sich deine HP nicht von alleine? Doch. Okay. Aber nicht auf Maximum, da fehlt immer einer. Ja, der heilt sich auch, aber der hält dann immer ein HP vom Maximum auf. Das weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. So, müssen wir hier irgendwas machen? Ich habe hier so ein Quest-Symbol, glaube ich. Wow. Wow. So, welche Quest ist das hier überhaupt, Mann? Die Ruinen befreien. Okay. Zerstöre leeren Schrecken, die den Ruinen von Wellen durchstreifen. Okay. Haben wir 2 von 3 habe ich da. Das sind wahrscheinlich irgendeine Gegner oder so. Ja, ja. So Mini-Bosse, ne? Nehme ich an. Nein, das sind da viele Kakerlaken. So, was ist das für ein Zeichen über den Kopf? Ist doch fest. Dingen hier. Ne. Hast du einen Boss gefunden? Ne, der hat so einen komischen Ring um sich gehabt, irgendwie so. So ein blau-gelber Ring. Okay. Ich dachte, er wäre wichtig. Niemand hier ist wichtig. Na, hier sowas. Ne, jetzt hat er halt nicht mehr. So, aber der war auch nicht. Nein. Ich habe nicht mal Zeit zu gucken, was das für Gegner sind, so schnell dieses Boot. Ja. Hier hat man irgendwie auch nie irgendwie das Problem, dass man zu wenig, weil ich die erste Mana oder so hat, weil dann die heißt. Ich habe aber die Gegner halt so schnell weg sind, ne? Dann brauchst du halt nicht so viel. Ja. Ich meine, ich schaffe es einmal irgendwie hier einzusetzen, dann ist der Gegner schon so gut wie ein Ende.
Aber ich sage nicht, dass das Spiel zu einfach ist. Ich will dir nicht den Mund zu voll nehmen. Nachher kriegen wir voll auf die Treppe. Ja, ja, ich habe da ja auch schon gegoogelt. Da bin ich der Einzige. Sind wir die Einzigen, die glauben, irgendwie, dass das Spiel so einfach ist? Ich glaube nicht, dass wir solche Pros sind, sagen wir. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Da bin ich in so einem Forum gestolpert, irgendwie so. Können die vielleicht mal so einen Schwierigkeitsgrad hier reinpacken, damit man ein bisschen gefordert ist und die Leute dann so, boah, da musst du halt nicht so ein Meta-Bild irgendwie machen und blablabla. Musst halt irgendwie nackt durch die Gegend laufen, um das Spiel zu erschwerigen, so, was zum... Ja, das ist ja nicht mal was mit Rüstung zu tun, die Gegner kommen ja nicht mal dazu anzugreifen, ey. Ja, weil die Argumente, die auch gebracht haben, waren irgendwie so, weil nicht so... Vielleicht weil wir auch nicht alleine spielen, alleine wäre das Spiel vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, einmal bin ich ja gestorben, ne? Einmal. Ja. Voll Flammenwerfer ins Gesicht bekommen, ne? Der war ein Boss und nicht irgendein Minion. Ich tue ja eigentlich auch Schaden nehmen hin und wieder, ne? Also manchmal habe ich ja so die Hälfte AP weg. Ja, wenn die Gegner mich mal treffen, dann nehme ich auch Schaden. Aber die sind meistens tot, bevor irgendwas passiert, ne? Vielleicht kommt es dann nur so vor, wenn wir so viele Minions haben und wir werden einfach, lenken die alle ab. Ne? Ja, dann soll ich auch sein. Vielleicht haben wir absichtlich irgendwie die beste Combo irgendwie herausgefunden. Was mich irgendwie nur verwirrt ist, warum hat man hier Lebensregeneration von alleine, ey? Ja, im Kampf, ne? Das macht das ein bisschen zu einfach, ganz ehrlich. Ja, im Kampf meinst du, ne? Ja, generell, ey, meine Lebensregeneration, die regeneriert sich auch, wenn ich nicht kämpfe. Die regeneriert sich immer voll. Ja, außerhalb habe ich denn dann überhaupt Tränke? Ja, außerhalb der Kämpfen würde mich das nicht stören, aber innerhalb der Kämpfe, ja, ist das ein bisschen doof. Weil das... Okay, jetzt kann ich meine Würfel ändern. Das ist ein bisschen zu einfach, ganz ehrlich. Also wenn, dann ist es praktisch sehr unwahrscheinlich, dass man stirbt, es sei denn, man wird gewonshottet oder so. Ja. So, aber ich beschwere mich nicht, das Spiel, das ist gut eigentlich. So, kannst du mal auf meinen Wolf gucken, wie der sich verändert? Ich gucke. Okay, jetzt müsste er sich eigentlich aufladen. Dich. Jetzt ist er lila oder blau. Ja, ja. Jetzt hat er Blitze wieder. Soweit war ich ja schon mal, aber ich habe ihn nochmal resettet. Okay, ja. Weil ich halt irgendwie den Bären reingenommen habe. Deswegen hat er jetzt sich resettet. Deswegen muss ich nochmal neu damit. So. Wo ist denn das letzte Viech? Da drinnen? Untergrund von Wellrin. Also wir müssen ja rennen, ne? Da müssen wir ja auch hin, ne? Ja. So, jetzt brauche ich noch einen passiven, dann kann ich zwei Wölfe. Dann wächst mein. Aber ich weiß nicht, ob die irgendwie auch mehrere Golems haben, aber die sind dann individuell schwächer. Dann finde ich, das bringt das irgendwie nicht. Okay. Ja, der Golem, der teilt sich dann auch, aber die sind dann individuell schwächer, weil ich irgendwie blöd bin. So, okay, irgendwas haben wir ja gemacht, hauptquestmäßig. Sprich mit dem Elfen. Sprich mit dem letzten Imperial, hilft den Einwohnern. Ja. Der letzte Imperiale war das, glaube ich, gerade. Gut. So, ah, da unten. Das. Was ist das hier? Also, aha. Finde ich interessant, diese Schreine, die muss nur einer von uns aktivieren. Ja. So. Mein Gott, sind alle verbrannt. So, wer ist hier? Oh, ein lebender Mensch, der noch nicht in die Leere trieft. Eigentlich schon wieder einer. Herr Frauen, dann kannst du meine Bitte verstehen. Ich will, dass du mich umbringst. Wie meinen? Du hast richtig gehört. Töte mich. Ich bin hier bereits seit Jahrhunderten eingesperrt und ich kann dir sagen, dass es sehr lange Jahrhunderte waren. Ich helfe dir, wenn du mir dein Phylakterium gibst. Wie gierig, meinetwegen. Das war. Zerstöre die Seelenmelder. Okay. Jemand, da sind die Dinger hier auf der Karte. Diese weißen. Oh, wer kam davor gerade? Wer kam nur gerade von dir, Mann? Ja, du machst dieses Feuer, ne? Ja, ich mach Feuer angefangen. Ich kann mich nicht entscheiden, irgendwie. Will ich verschiedene Elemente haben oder will ich mich auf eins hier konzentrieren, ne?
Weil ich hatte mehr Varietät. Ja, ja. Mit mehreren. Ja, ich habe irgendwie so Skills, ja, so, oh, alle deine Blitzangriffe werden stärker und so. So voll echt. Ja, kann man ja noch ändern. Immer und immer und immer wieder. So, wow, was ist das? Oh. Oh. Der schießt Seelen auf uns. Hervorragend. Das ist ein Götze. Hm. Okay. Ich konzentriere mich schon gar nicht mehr auf die Ausrüstung hier. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, weil ich hier alles eingesammelt habe. Ja, ja, auch nicht. Zack, zack, zack. Was ist da? Was ist da am Leuchten? Wow! Ah. Der schießt all seine Seelen auf uns. Ja, friss, friss. Boah. Aua. Das ist der Velociraptor. Das ist Raptor Jesus. Oh, gut. So, wir haben deine Seelen geholt, getötet. Du bist zurück. Das Geschenk des Imperators. Oh. Willst du dich mir anschließen? Was? Das Filetierung aus meinem Körper zu reißen, könnte explosiv werden. Was meinst du mit explosiv? Dieser Schiss zerstört sich selbst in 2 Sekunden. So, jetzt müssen wir hier raus, ne? Glaube ich. Hey, warum sieht denn alles auf meinem Haus wie Nudeln? So, was mache ich mit meinen Krähen? Nee, ich habe jetzt schon. Warum bin ich hier hingegangen? Krähensturm. Was ist ein Krähensturm? Ja, das ist dieser Angriff, den ich hier die ganze Zeit einsetze. Ja. Okay. Ich habe ja überall Skills, so dieses Ding macht mehr Schaden, je mehr Krähen du hast. Aber ich habe nichts, was irgendwie dafür sorgt, dass ich mehr Krähen bekomme. Ausrüstung, oder was? Weil ich habe keinen Skill, der dafür sorgt, dass ich mehr Krähen bekomme. So. Hm. Was hier? Okay, mehr Schaden, je mehr Gegner tötet. Hm. Was kann ich mit meinem Golem alles machen? Bluten entziehen. Ach so, ja, der hat irgendwie so eine Giftspucke, habe ich letztens gesehen. Wo ist das? Wo ist das? Irgendwo war das. Irgendwas hatte ich ja hier. Gallensäure. Dein Gift, dein Raptor hält die Fähigkeit Giftspucke. Das wollte ich glaube ich haben. Dann nehmen wir mal das. Ja, 327 von 328. Ja, aber ist er denn hier für den Samurai Schwertkämpfer?
So, was mache ich hier da? So, ich tue einfach nur Krähen schon vor, auch mehr Schaden. Da hat eine höhere Chance, Gegner zu betäuben. Ich tue einfach nur den Angriff hier verloren. Ne? Eiskalte Schwingen. Ich kann meine Krähen in Eis verwandeln. Cool. Warum kann ich nicht Feuer? Also brennende Krähen. So. Oh! Ich weiß nicht, was ich hier alles nehmen soll, ganz ehrlich. Ja, ich auch nicht. Ich so ein bisschen freestylen hier gerade. Ich irgendwie auch, ey. Ich weiß nicht, was man als gut bezeichnen könnte, ey, weißt du? Ich guck hier gerade meine spezialisierten Fähigkeiten. Ich weiß nicht, was ich da alles auswählen soll, ganz ehrlich. Haben wir noch Aspekt, Krähe, Hammer, Chance, Dinge, ne? Alle 10 Sekunden wirken Sturmkrähen, Weisheit des Sturms. Über zusätzliche Intelligenz pro aktiver Sturmkrähe. Ja, wie kriege ich dann mehr? So, Navigator, deine nicht krähenartigen Breite erhalten Aspekte Krähe. Was ist Aspekt Krähe? Da, Aspekt Krähe. Und die Erfassung einen Stapel Aspekt Krähe. Taubenschaden pro Stapel gewährt. Ja, das klingt doch nicht schlecht, ne? So, meine Krähen können auch heilen. Ist das gut? Vogelkunde. So, fertig. Okay. Ja, ich hatte dich wieder aus den Augen verloren, also habe ich mich wieder teleportiert. So, du. Woher bist du? Ich soll dir sagen, dass der Ort für das Ritual gerade vorbereitet wird. Gleich da vorne. Sie warten schon auf dich. Ich gehe sofort dahin. Okay. Okay. Farewell. Hier lang nehme ich an. Also die Quest angenommen von dem, ja, ne? Ich habe mit dem geredet, ja. Okay. Nein. Diener erleiden 50% weniger Schaden aus allen Quellen. Was soll denn das heißen? Was? Er steht hier im Ladebildschirm. Wenn ich was mache. Ja. Erhalten die einfach so 50 gehabt, aber so. Weniger Schaden. Ja, ja. Warum? Das ist ja total okay. Alles klar, ja, danke. Hinweis, deine Diener sind OP. Ja, irgendwie schon, ne? Also, die sterben so gut nicht. Hey, wie geht's euch? Yes. Was hast du mit denen vor? Jetzt pass gut auf, die sehen die. Also das von dem Skeletttypen gerade. Ja. Verdammt. Wow. Boah, Blitze. Ja, das sieht sehr beeindruckend aus, wenn er dir Flut treffen würde, ne? Ja. Ich habe irgendwie hier gerade was gezielt, dass mein Golem viel größer ist, ey. Aua. Okay. Gold und Erfahrung. Ich bin ins Schwitzen gekommen. Ich habe Schaden genommen hin und wieder. Ja, ich weiß nicht, mich treffen die irgendwie nicht. Ich würde wahrscheinlich auch jede Menge Schaden nehmen, wenn die mich mal treffen würden. Ey. Deine Diener stellen sich einfach vor dir. Nein! Ich weiche dem Angriff einfach nur aus. Also, der hat jetzt nicht so Angriffe gehabt, den man nicht ausweichen kann. Ne? Also, ja, der hat diesen... Sehr interessant ist, hier hat man nicht mal so eine Entrinnenfähigkeit wie in Diablo. Ey. Ja, ja. Also ich kann wegspringen, wenn ich will. Ja, sehr, sehr weit. Das ja, ich nicht... in Diablo, ey. Meinst du mit nicht, weil ich tu verdammt weit damit springe? Ich weiß, mancher. So. Ich glaube, das Endgame, das wird schwieriger. Ja, ja, anscheinend, angeblich. Ja. Irgendwie Monolithen habe ich immer gelesen. Ist was ja, voll schwierig. Was ich in einem Forum da gelesen habe, so, oh, warte nur ab, bis du zu den Monolithen bekommst. Wir müssen halt, wenn wir das schwieriger haben wollen, mit einer Hand spielen. Ja. Ja, ich habe gehört, die Story soll eigentlich nur dafür sein. Ich hatte so eine Scheiße, Daniel.
alle anspielen, das ist voll kein Arsch, ey. Dann spielst du es nur noch mit deiner Maus. Da kannst du gar nichts mehr machen. Das ist ja, ja. Da klicke ich einfach, was? Wo bin ich? Ah, warte mal, hier wird was angezeigt auf der Karte. Ist das, gehen wir wieder in eine andere Zeit, wenn wir da reingehen? Ja, weiß ich nicht, ich bin im Ladebildschirm gerade. Also bist du da reingegangen, nehme ich mal an. Ja, ich weiß nicht, wo ich da... Ich dachte, wir müssen da mal kaputt machen oder so, da waren Gegner. Ja, da waren gerade Gegner und dann ist da irgendwas gespawnt, da steht uralter Wald, das ist wieder so ein Dimensions- ja, ja. Ja, sieht sehr waldig hier aus. Ich gehe auch mal da rein. Ich habe irgendwie erfahren, Hombombom. Ja. Nichts Wichtiges, ne? So, ich war vor meinem Level, abgelenkt. Also irgendwie weiß ich nicht, wenn man bei Helldivers du da Sachen auf 100% erobert, das bleibt nicht lange so. Also wenn man Planeten da erobert. Ja, ja, die tun ja wieder. Am nächsten Tag ist das schon wieder, musst du das nochmal. Ja. Ja. Was bist du denn? Was? Zunge? Ah, ich hab direkt gesagt, ja. Züngeligkeit? Was stand da? Ich hab's nicht gelesen, ne? Oh, das war das gleiche Ding. Bevor ich irgendwie irgendwas machen konnte. Tut mir leid. Dann geh du vor. Ist ja egal. Das ist ja nicht schlimm, ey. Ich schick meine... ich schick dir auch da dein... Da ist ein feindlicher Raptor. Was? Das kann nur einen geben. Ich habe einfach nur gesehen, wie das auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist bei Helldivers 2. Also ja. Die Roboter, die werden noch schlimmer auf höheren Schwierigkeitsgraden. Das ist klar. Wie alles andere auch, ey. Also irgendwie die allgemeine Meinung ist, dass die Roboter viel schlimmer sind als die Insekten. Okay, ich finde die viel einfacher als die Insekten. Bis jetzt ja, das kann ich dir sogar zustimmen. Käfer werden wir aber überrannt. Ich weiß nicht, weil wir auch einen höheren Schwierigkeitsgrad gespielt haben oder so, aber. Das ist, was du meinst, da, ja. Muss ich dir sogar zustimmen. Die Roboter sind zwar auch viele, aber die sind weit entfernt viele. Nicht alle direkt in deinen Face irgendwie. Wo kommt der denn jetzt her? Gehört der zu mir? Den habe ich nicht so. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was das ist. Oh, okay. Ich habe so viele passive Sachen, da weiß ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt hier noch so ein Gespenst, das uns folgt. Ich bin der neue Rekrut. Ich glaube, das ist von einem passiven, weiß ich nicht. Wenn ich meine Lebensenergie unter die Hälfte geht, dann kann ich so eine bestätigte Chance, dass ich so einen Geist spawnen mit einer Sense. Ja. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wo kommt der denn jetzt her? Ja. Bevor wir irgendwie auf noch eine höhere Schwierigkeit gehen bei Helldivers 2, brauchen wir erstmal, weiß ich nicht, die 500 Kilo Bombe. Ja, ja. Oder irgendein anderes starkes Ding. Ja, einfach mehr Sachen, alles klar. Ja. So, Boss. Was ist hier los? Oh, hey. Was bist du denn? Wow. Ich sehe nicht deinen Lebensbalken. Dafür jetzt sehe ich den. Er macht keinen Schaden. Oh. Oh, warte, der hat einen großen Radius. Oh, da Schaden genommen, aber da. Schaden kenne ich nicht. Yay. So, auffrischender Silberring. Ich bin aufgelevelt, yay. Ah, tut das weh? Nö. So, ich habe ja eine Menge Sachen hier eingesammelt. Ist irgendwas gut hier? Wieso ist mein Hackeball immer noch stärker als alles andere? Nehmen wir das hier mal, weil das gibt mir
meine Dealer. Ein Sturmgürtel aus, wo ich rate aus. Da, wie funktioniert das jetzt? Fügt Skelettschuppen zu dem Pool der Beschwörer und Skelette hinzu. Sieht man hier irgendwo ein Level oder so? Ja. Wieso kriege ich noch Level 6 Sachen? Was hat hier? Bärenartiges Opfer, Ockergeweih der Glut. Ich glaube, das hier ist besser. Ja. Habe ich noch Skelettschurken? Oh, das hier ist auch stärker. Okay. Ich höre die ganze Zeit nur so. Okay. Gut. Siehst du für jeden Skelett irgendwie so ein Lebensbalken neben deinem Fenster? Ja, ja. Ja. Ne, weiß ich irgendwie nicht. Nur mein Golem hat irgendwie Lebensbalken da oben. Okay. So, was ist das hier? Soll man benutzen? Wieso? Wo müssen wir hin? Wo ist die Quest? Habe ich noch Skelett-Schurken hinzugefügt, ey. Möchtest du zu deinen vorigen Zeit und deinem vorigen Standort zurückkehren? Ja? Fragezeichen? Okay. So, irgendwie ich reiß wieder durch die Zeit anscheinend. Meine Krähe greift einfach irgendwo an. Ich sehe gerade, meine Krähe hat gar keine AP. Bist du ein für einen Tintenfisch? Warum sind wir Teleporting so viele Gegner? So, hier hoch, glaube ich. Der stillgelegte Tunnel. Ich komme mir vor wie so eine Gruppe Touristen irgendwie im Moment. Ja. Ah, wir laufen hier rum, so nebenbei tun wir mal ein paar Sachen abschlachten. So, wo ist der Daniel jetzt lang gegangen? Ich bin nach oben gegangen. Ich hab Gebet. Okay, dann gehe ich in die falsche Richtung. Alles klar. Ah, Spinnen. Du bist durch die Tür da gegangen. Ja, durch den okay. Durch den Nebel. Ich in den stillgelegten Tunnel bin ich gegangen. Okay. Will jemand bei mir mitlaufen? 960 Corruption. Möchte sehen, wie stark sein mein Skill Speed verändert. Alles klar. Der stillgelegte Tunnel. Wie das denn? Wir können maximal 75% erreichen. Ah, fast wie in Diablo. Bei mehr als 75% Widerstand wird der erlittene Schaden nicht weiter verringert. Also selbst wenn du mehr als 75 hast, bringt das überhaupt nichts. Ja, wie in Diablo. Ich habe 44 Feuerwiderstand. Und als andere... Ich weiß gar nicht, wo man das nachguckt. Von Tastatur habe ich C gedrückt. Okay, ich habe Feuer 18, Blitz 34, Kälte 42. Physisch 13, Gift 16, Nekrotisch 27 und Leere 6. Okay, du hast mehr als ich. Ich habe eigentlich nur Feuer 44, alles andere ist so unter 10. Außer Kälte. Das ist 17. Ja, dafür hast du der Höchste. Ich habe nichts über 44. Wieso war ich dann von diesen einen Typen gewonnen, der damals, der mir die Feuer angespuckt. Ah, Spinne. Ja, ich wurde halt nicht gewonnen, weil er mich gar nicht getroffen hat. Ja, ich stand einfach nur da, ne? Nehme ich an. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ich bin sofort ausgewichen, als ich gesehen habe, dass der Feuer spuckt jetzt.
Ja, so macht man das ja auch normalerweise, ne? Ich war so ungewohnt, hier Schaden zu nehmen. Ja, irgendwie schon, ne? Ich hab gedacht, ah, da tank ich einfach weg. Oh mein Gott! Bonk. Feuer. Ach, hier weg damit. So, da sind meine Skills wieder gelevelt. Ich habe gerade meine Lebensenergie gesehen. Was ist das? Ja, ja, ich habe auch gerade schnell geheilt. Okay, das ist jedes Mal durch diesen Geister-Spawn, wenn meine Lebensenergie unter die Hälfte geht. Ich dachte, das hat nur eine Chance. Nee, da tut er jedes Mal spawnen. Nee, cool. So. Ja, ich habe zwei Wölfe. Ausgezeichnet. Ich habe zwei Lebensbalken. Ich kann meine Fähigkeiten noch weiter verbessern. Dann liebsten würde ich einen Eiswolf und einen Elektrowolf haben, aber geht leider nicht. So, das hier wollte ich machen. Ne? Kannst nicht alles haben. Ich will aber alles haben. Wenn du, ist das wieder eine falsche Übersetzung, wenn du Inferno-Schatten direkt wirkst, okay, erzeugst du Zusatzschatten? Zusatzschatten? Meinen die Schatten oder Schaden? Ja, weiß ich auch nicht. Da kriegst du mehr Schatten, ne? Nee, mehr Schatten hast, hast du? Ich hab schon einen Schatten, ey. Oh. Weil hier sind so viele Sachen, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll, ganz ehrlich, ey. Das ist immer witzig, ey. Was ist das denn da oben? So. Ordentlich. Ja, ich mache jetzt einfach irgendwas. Ich nehme einfach irgendwelche Sachen, die irgendwie mehr Fähigkeiten geben. So, ah, dein Raptor kann jetzt Gift spucken und so. Das klingt doch cool, oder? Ja, irgendwie schon. Ja. Ich rocke gerade zwei Wölfe. Guck es dir an. Sehr schön. Ich rocke alles Mögliche. Ja. Das noch meine Minions hier, meine Tierchen hier alles killen lassen. So, ist auf die Leute, auf sie. Ups, falscher Knopf. Aua. Warte. Eine Feuerwelle ja geschossen auf uns. Ich drehe die ganze Zeit. Ich sehe ja gar nichts, es ist so dunkel. Ja, kann ich. Ich weiß, wovon du redest. Ups. Ja, den wollte ich. Nein, den Stab wollte ich nicht aufsammeln. Wow. Da bist du rein, geh weg. Wir haben schon einen Golem hier. Wie gut, wie wenn ich einen so eine Kiste anhaue, dann tut mein Rabe auch irgendwie die anderen Kisten angreifen mit seinem Netz. Okay, ja. Wir teilen eine Hirnzelle. Da
verstehe nicht, was mein Meister da macht, aber es wird schon richtig sein, also mache ich es auch. Alles klar. Boom. Ja, ich auch gleich. Ich muss leveln. Wer ist hier noch? Jawohl. Bum 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 bum. Dun 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 dun. Ja, was nehme ich denn hier? Ein Ding habe ich ja schon voll hochgelevelt. Ich weiß nicht, was ich noch sollen nehmen soll. Also ich auch nicht, kann ich den da schon wieder. Nein. Weg. Oh, meine Hunde, kümmert euch mal darum. So, nee, nicht hier. Oh Gott, wie machen wir das nochmal? Ich habe da jetzt weggedrückt. Verdammt, wie machen wir das nochmal? Ah, warte, hier. Nee, nein. Nicht da, passive. Ah. So. Was nehme ich denn hier? Eine bestimmte Zeit, wenn nur von einem Nagel getroffen wird, dieser Buff verträgt dann. Will ich eher wie eine Katze oder wie ein Bär sein? Alles klar. So, was können diese komischen Bücher überhaupt? Nagelschaden und das Nagelangriff sinkt erhöht. Ein einzigen Begleiter, kann ich nicht irgendwas anderes hier nehmen, Mann? Fügt Skelettschurken hinzu. Schurken teleportieren sich zu entfernten Feinden, werfen Schuriken und führen Nahkampfangriffe aus. Ja, ich habe zwei davon. Also Ninja-Skelette? Ja, im Prinzip schon. Wenn ich die noch weiterentwickle, können die Säureflaschen werfen. Oh, hier sind diese schwarzen Eier, die Ninjas geworfen haben. Kennst du die? Was? Diese schwarzen Eier, die Ninjas immer geworfen haben. Das sagt mir jetzt nicht irgendwie, was schwarze Eier. Und Ninjas haben immer irgendwie so Eier genommen und die irgendwie weil mit Glassplitter oder irgendwie sowas gefüllt und dann auf in die Gesichter von Gegnern geworfen. Okay, das habe ich noch nicht gehört. Das ist voll krass. Ey. Oder irgendwie so ein... Ich dachte, die werfen irgendwie mit faulen Eiern. Ja, ja. Okay, ja, ne, die haben einfach die Schale von Ei genommen und da irgendwie war nicht Glassplitter oder irgendwas anderes Heftiges reingepackt und dann voll in das Gesicht von jemandem geworfen. Ja, ja, macht Sinn, ne? Voll gestört, ey. Das ist in altertümliche Zeiten, vor allem in seit Japan, also. Da gibt's so einige Sachen, die gestört sind. Ja, ja. Hab ich hier eine Waffe? Habe ich bei dir eine Waffe in der Hand? Warte nicht, ich glaube nicht. Du hast doch, deine Faust doch, und okay. Stein. Ja, doch, du hast was in der Hand. Okay, diese. Wie so ein schwarzer Kekser, mit okay. Dem man Oliven aufspießt. Ja. Weil so von der Perspektive sieht, irgendwie, sieht man den gar ja, nicht das so. Ja, das ist ein sehr dünnes Ding. Das ist ein schwarz gebrannter Stock, ey, der abgefackelt ist. Das passt ja, du hast noch einen Stein in der Hand, jetzt hast du noch einen abgefackelten Stock. Dann ist eins mit der Natur. Ich bin sehr provisorisch, okay. Alles klar. Du bist fast wie ein Barbar. Nein, niemals. Das sagst du immer, nein, du warst doch mal ein Barbar, ey. Nein, das kann ich mal. Ich bin jetzt was Besseres, genau.